Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr einen Windows-Print-Server aufsetzen könnt, beziehungsweise einrichten könnt. Zunächst melden wir uns auf dem Windows-Server an und gehen einmal in den Server-Manager. Dann lassen wir ihn kurz laden, bis er auf der linken Seite unsere vorhandenen Rollen anzeigt. Ich habe ein paar schon drinne. Gehen wir mal auf Verwalten, Rolle hinzufügen, weiter, weiter, weiter. Und dann gehen wir hier auf Druck- und Dokumentendienste, einmal hinzufügen, weiter, weiter. Dann kriegt man hier bestimmte Infos bezüglich Typ 3 Treiber, Typ 4 Treiber. Empfohlen wird zwar Typ 4. Aber ich habe häufiger schon Probleme gehabt, dass die Typ 4 Treiber nicht per GPO verteilt werden können, weil dann meldet der Treiber inkompatibel oder ähnliches. Ich bin eher immer noch der V3 Typ. Ja, genau. Gehen wir mal auf Weiter. Dann haben wir hier bestimmte Sachen. In meinem Fall ist es der Drucker-Server. Wir gehen auf Weiter und einmal auf Installieren. Dann dauert es ein bisschen, je nachdem, ob ihr SSD, HDD, was auch immer habt, und er fügt es hinzu. Die Druckverwaltung an sich ist standardmäßig schon in Windows Server drin, nur spezielle Druckdienste werden hiermit sozusagen hinzugefügt. Ihr seht unten links nämlich schon das Druckerverwaltungssymbol. Das können wir uns jetzt gerade mal anschauen, indem ich es einfach schon mal öffne, weil das funktioniert auch unabhängig davon. So, dann seht ihr nämlich jetzt schon den Unterschied. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel der Drucker bei meinem Vater daheim, der Drucker bei mir und der Drucker bei meinem Opa und dann verschiedene Modelle. In dem Fall ist das so ein Spezial-Envi-Drucker, da gibt es keinen Treiber für Windows-Server. Das sind meistens so Office-Jets und so, und da habe ich dann auch die passenden Treiber, seht ihr auch hier oben. Ein bisschen unterschiedliche Treiber und hier seht ihr auch Typ 3 und hier Typ 4. Wenn wir zum Beispiel hier auf Typ 4 gehen, Eigenschaften, Einstellungen, habt ihr halt hier keinen brauchbaren Treiber. Das ist halt unbrauchbar. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf meinen gehen, Eigenschaften, Einstellungen, da seht ihr, da ist auch der richtige Treiber dahinter, sieht man hier auch. Und für die meisten gibt es halt einen Treiber, den ihr ziehen könnt. Wichtig ist in dem Fall 64-Bit. Dass ihr den einfach im Internet sucht. Und am besten Basistreiber oder Universaltreiber. Damit ihr die Software nicht mit installiert, weil meistens habe ich meistens mit der Software nur auf einem Server ist das ein bisschen sinnfrei. Da reicht es, wenn der Treiber da ist. Wichtig ist, wenn ihr den Drucker verteilt, ist auch wirklich nur die Druckfunktion vorhanden. Das heißt, sowas wie Scannen oder ähnliches geht nur, wenn ihr den Drucker selbstständig installiert. Dann geht auch diese Scan-Funktion. Genau, dann habt ihr nämlich jetzt einfach mal den Drucker hier drin. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ihr einen Drucker hinzufügen könnt. Wir gehen einmal auf Drucker hinzufügen. Würde jetzt einmal eine IP-Adresse eingeben. In meinem Fall würde ich jetzt einfach die gleiche eingeben, die ich schon hatte. Das heißt 210.5. Die würde jetzt doppelt existieren. Ihr könnt ja zum Beispiel primär schwarz-weiß, primär Farbe. Und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Dann sucht er nach einem vorhandenen Drucker, ob es den schon gab. In meinem Fall Druckertreiber können wir benutzen, weil es ist ja der vorhandene Drucker, den wir schon haben. Dann gehen wir aber auf Weiter. Dann würde ich den jetzt einfach nennen SW für Schwarz-Weiß. Dann gehen wir aber auf Weiter und auf Weiter und auf Fertigstellen. Wenn wir einen anderen Druckertreiber haben möchten, zeige ich euch das jetzt auch nochmal. Das heißt, wir gehen nochmal auf Drucker hinzufügen. Und hier machen wir das gleiche nochmal. Jetzt macht er halt nochmal, genau. Und anstatt den gleichen zu wählen, könnt ihr dann sozusagen einen neuen Treiber installieren. Und dann habt ihr entweder die Möglichkeit, hierüber was auszuwählen. Der ist aber bei Windows-Servern fast leer. Dann geht ihr entweder auf Windows-Update, das funktioniert meistens nicht, oder auf Datenträger. Und dort gebt ihr dann den Ordner an, wo sozusagen die gedownloadeten Dateien sind. Und dann gibt es Inf-Dateien und die Inf-Datei klickt ihr einfach an.
Und somit würde das darüber dann installiert werden. Dann taucht er hier auf und dann könnt ihr den hier einfach auswählen. Sieht man ja hier die einzelnen Office-Chat-Modelle. Und dann macht er das gleiche wie beim anderen auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Schwarz-Weißen gehen, könnt ihr dann nämlich einfach unter Erweitert, Standardwerte, könnt ihr dann zum Beispiel sagen, dass er immer Schwarz-Weiß macht. Könnt ihr sozusagen dann standardmäßig einstellen. Das ist so der Hauptgedanke. Das heißt, wenn ihr dann nämlich nachschaut und das einmal kurz übernehmt, so, und den dann verteilt per Gruppenrichtlinie, dann bleibt es permanent schwarz-weiß. Und dann könnt ihr dann Drucker anlegen, schwarz-weiß, Farbe, oder wenn ihr jetzt einen habt mit mehreren mit mehreren Fächern, sagen hier Fach 1, Briefpapier, Normalpapier, was auch immer. In meinem Fall habe ich halt nur so einen kleinen Babydrucker, der hat halt nur ein Fach oder ein Zug. Ja. Das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und von Daumen hoch, mich auch freuen. Dankeschön.